Wir sind jetzt gerade in Sedona auf dem Weg. Wie heißt das Ding jetzt hier? Sedona. Nee, ich meine die Felsformation. Cathedral Rock. Cathedral Rock. Cathedral. Ich glaube, Cathedral. Cathedral. Nicht so lang wie Kathedrale Cathedral. Cathedral Rock. So. Ich glaube, das ist auch ziemlich schwer auszusprechen. Cathedral Rock. Okay, wenn du das so besser aussprechen kannst, dann machst du das jetzt, ne? Ich sag, das heißt. Wir sind jetzt in Sedona und laufen zur. Zum Cathedral Rock, also Kathedrale. So, aber auf jeden Fall, da hinten ist das. Und wir suchen uns jetzt hier einen schönen Vordergrund, damit wir das gut fotografieren können. So ein bisschen über die Bäume hinweg. Oder auf jeden Fall kein Weitwinkelshot. Aber mehr als 120 mm habe ich auch nicht dabei. Mal schauen. Und irgendwo soll es hier sogar noch ein bisschen Wasser geben. Da bin ich ja gespannt drauf. Das ist da unten. Bei entspannten 38 Grad. Lügen nicht, 36. 36, Entschuldigung, 36. Ist schon kühler geworden. Ja, rasant. Gleich hole ich meinen Pulli raus. Aber man muss auch dazu sagen, es ist auf jeden Fall schon mal 12 Grad kälter als heute Mittag. In der Phoenix, da waren es 48. Ich weiß nicht, ob mein Kreislauf das mag. Ey, Basti, kipp mal erst hier hinten um. Ich filme gerade noch, nee, wie du hier langläufst. Ja, Trinken habe ich dabei, mir ist ja trotzdem einfach zu heiß. Boah, ich komme mir auch einfach vor, als wäre ich so 60 oder 70. Das ist jetzt hier eigentlich nur ein ziemlich geringer Aufstieg. Ich glaube, man muss so 13, 14 Minuten laufen. Und wir machen auch nur 30 Meter Höhe. Aber bei 36 Grad ist es trotzdem nicht so spaßig. Also der Bastian, der ölt hier schon neben mir so ein bisschen. Junge, es ist eigentlich nicht anstrengend, also doch, aber anders. Ich finde aber die Vegetation hier richtig cool, spannend. Weil natürlich in solchen Gegenden, wo es hier im Sommer über 40 Grad heiß wird, wachsen halt ganz andere Sachen als bei uns so in Mitteleuropa. Flo hat uns gerade eine gute und eine schlechte Nachricht überbracht. Die gute, wir haben den Spot gefunden. Die schlechte, ganz überraschend, ist die Pfütze für die Wasserspiegelung nicht vorhanden bei 36 Grad mehr und kein Regen seit 10 Tagen in der Wüste. Überraschend für mich. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an den Sponsor des heutigen Videos, Fotoerd. Fotoerd vertreibt unter anderem auch die Nikon Z8. Das ist dieses wunderschöne Schmuckstück hier, was seit kurzem auch in meinem Besitz ist und was ich immer mehr jetzt auch in meinen Workflow einbaue. Vor allem im Videobereich ist die Z8 richtig gut geworden. Bisher war man von Nikon ja im Videobereich noch nicht so viel gewöhnt, aber inzwischen haben die echt aufgeholt und das ist auf jeden Fall mit der Z8 gelungen. Aber auch im Fotografiebereich hat die Z8 neue Maßstäbe gesetzt. Im Prinzip ist es eine Z9, nur im kleineren Body. Und der Autofokus ist zum Beispiel mega gut geworden. Ich als Landschaftsfotograf brauche nicht unbedingt immer einen Autofokus. Aber gerade wenn ich filme oder wenn ich vielleicht auch meine Hochzeit fotografiere oder Porträts mache, dann ist so ein Autofokus natürlich umso besser, wenn er schnell und immer sauber arbeitet. Von daher ist diese Z8 für mich ein absolutes Allround-Talent. Und ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Wenn du sie noch nicht selber hast, aber vielleicht Interesse daran hast, dann schau einfach mal unten in die Videobeschreibung, in den ersten Link. Da geht es direkt zu Fotoerd und zur Nikon Z8. Einen wunderschönen guten Morgen aus Amerika, aus Sedona in Arizona. Wir sind hier gerade im State Park und fotografieren, ihr seht es im Hintergrund, Cathedral Rock. Also relativ bekanntes Motiv hier in diesem Park. Und wir sind gestern Abend angekommen, haben dort noch ein bisschen Gewitter fotografiert. Da gab es leider kein gutes Licht. Jetzt hier im Sonnenaufgang haben wir gerade, ja doch, es ist jetzt nicht saukrass, aber es ist schon
gutes Licht auf jeden Fall, was wir jetzt hier gerade haben. Die Sonne leuchtet so ein bisschen die Wolken von unten an. Sollte gleich über den Horizont bzw. dann auch über die Berge rüberkommen. Das Licht kommt jetzt hier so ein bisschen von der linken Seite rein und sollte dann auch gleich hoffentlich die Berge da noch ein bisschen anstrahlen. Ich habe mir jetzt hier eine Komposition gesucht, natürlich ein bisschen mit Vordergrund. Bin jetzt hier gerade auf einer Brennweite von ungefähr 19 mm. Habe zusätzlich noch einen Polfilter da drauf geschraubt, damit ich einfach so ein bisschen den Himmel noch besser rausarbeiten kann. Und vielleicht nachher, ich muss mal gucken, ob überhaupt hier Licht drauf fällt, aber so ein bisschen die Reflexion von dem Grün aus den Kakteen noch rausbekomme. So, und jetzt warten wir im Prinzip. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, ein bisschen zu fotografieren. Natürlich immer auch auf dem Stativ. Ich muss ein Fokus-Stacking machen, einfach weil von Vordergrund zu Hintergrund so ein großer Abstand ist, das kriegt man nicht in einem Foto scharf. Und gleichzeitig mache ich auch noch ein HDR, weil im Moment die Lichtverhältnisse so sind, dass ich auch in den Highlights so ein bisschen Sorge habe, dass da vielleicht ein bisschen was ausgefressen ist. Und deswegen mache ich da eine Dreierbelichtung mit plus 2, 0 und minus 2, damit ich da auf jeden Fall alle Informationen habe. Ob ich es am Ende brauchen werde in der Bildbearbeitung, weiß ich noch nicht. Aber ich finde immer, haben ist besser als brauchen. So, und jetzt werden wir hier noch ein bisschen abwarten, weil, wie gesagt, ich möchte, dass die Sonne noch so ein bisschen über den Horizont rüberkommt und dann noch so ein kleines Streiflicht auf diesen Berg drauf gibt. Hier im Vordergrund werden wir kein Licht drauf bekommen, dafür ist die Sonne zu weit links und wir haben hier auch zu viel noch im Vordergrund, was das verdecken würde. Aber ich denke mal, wenigstens der Hintergrund, der Berg, der kann auch ein bisschen angeleuchtet werden. Und dann bin ich echt gespannt, was wir daraus in der Bildbearbeitung machen können. Ich will dir natürlich auch ganz kurz mal meinen Bildaufbau zeigen. Also ich fotografiere im Hochformat. Ich habe ja so ein bisschen im Moment so ein bisschen diese Krankheit, dass ich irgendwie alles im Hochformat fotografiere. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, auch mehr im Querformat zu machen. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich im Hochformat wesentlich bessere Kompositionen aktuell einfach finde. Und hier ist es genauso, weil der Berg doch ein bisschen weiter weg ist, kann ich hier nicht mit 14 mm oder noch weitwinkliger fotografieren. Jetzt bin ich deswegen auf 19 mm gegangen. Und da hätte ich einfach rechts und links zu viel drauf, was ich nicht in dem Bild brauche. Und deswegen bin ich hier wieder ins Hochformat gegangen und kann dann hier sehr schön mit dem Vordergrund arbeiten, der hier unten ist, und dann den Hintergrund wirklich weiter nach oben packen. Ich kippe die Kamera auch so ein bisschen nach unten. Dadurch habe ich dann halt einfach genau diese Komposition, die ich dabei haben möchte. Aber natürlich, ich habe vorhin auch schon Querformat probiert, so ist es nicht. Ist auch schön geworden. Ich finde einfach, dass das Hochformat hier an dieser Stelle besser wird. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, Hochformat oder Querformat. Und auch, was ihr generell mehr fotografiert. Fotografiert ihr mehr im Hochformat oder im Querformat? Schreibt es unten in die Kommentare. So, wir haben jetzt hier zweimal Florian. Florian 1, Hochformat oder Querformat? Querformat. Florian 2, Hochformat oder Querformat? Ja, hier in der Situation natürlich Hochformat, das bietet sich natürlich super an. 2:1 für Hochformat. Schreibt es wie gesagt unten in die Kommentare, was ihr gerne fotografiert. Und gerade dieser Farbkontrast, den wir hier haben mit den roten Steinen, mit den roten Felsen, dann das Grün wiederum von den Kakteen, also Grün und Rot ist ja fast zumindest, sind ja fast Komplementärfarben im Farbkreis. Eigentlich ist es eher Magenta und Grün. Damit kann man halt auch super schön arbeiten. Wenn wir im Vordergrund ein bisschen mehr Grün haben, im Hintergrund dann ein bisschen mehr das Rote. Dazu kommt dann natürlich noch der Himmel, der jetzt in dem Fall natürlich auch gelb-rötlich angestrahlt wird. Aber da ist noch so ein bisschen Blau dann vielleicht mit dabei. Und dadurch haben wir halt eine super schöne Farbkombination in dem Bild, mit denen ich arbeiten kann, die vom Vordergrund in den Hintergrund halt mit reingeht. Und damit kann ich den Betrachter natürlich auch wieder so ein bisschen durch das Bild lenken. Jetzt habe ich hier gerade auf unendlich fokussiert. Das heißt, ich müsste jetzt hier wieder weiter zurückgehen. Und dadurch, dass ich mit Blende 11 fotografiere, muss ich auch nicht ganz so viele Stackings machen. Weil wir durch das Weitwinkel, was wir fotografieren, und Blende 11 natürlich schon eine relativ große Tiefenschärfe im Bild drin haben. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, so 5 Stackings oder so muss ich schon machen. Vielleicht auch 6 zur Sicherheit. Und das fotografieren wir jetzt hier einfach einmal durch. Perfekt. So. Mega. So, ich weiß jetzt nicht, wie gut man das sehen kann auf der GoPro, aber da kommt jetzt das erste Licht, was auf den Berg fällt. Und jetzt warten wir einfach noch ein paar Minuten. Ich glaube, dann wird das wesentlich mehr noch. Und dann habe ich genau das, was ich haben möchte. Da ist schon überall Sonne auf den Bergen drauf. Und jetzt wird das hier auch immer mehr. Guckt euch das an. Mega. Genau so wollten wir das haben.